Willkommen, Freunde. Wir gucken uns heute das Demo von Nater Day Nor Night an. Das Ganze erscheint im Juni, wenn mich nicht alles täuscht. Ist auch so eine Art Jump'n'Run, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es mit ein paar Gore-Effekte sogar noch drin ist. Müssen wir mal gucken. So, wir geben jetzt hier mal Namen ein. So, nehmen wir uns einfach mal Test. Jo. Gehen wir mal auf Akzeptieren. Und dann gucken wir uns das Spiel mal an. Also wenn ich mich richtig erinnere, geht es in der Geschichte darum, dass das Mädel ihre Schwester wiederfinden muss. So viel kann ich schon mal spoilern. Da liegt nur noch der Teddy. Da gibt es eine Leiter zum Mond. Natürlich auch ein abgefuckter Zeichenstil, muss ich sagen. Gar nicht schlecht. Das ist mal was anderes. Muss ja nicht immer alles so groß animiert erklären. So, wir fangen an. Es regnet. So, da ist unsere Protagonistin. Die erschreckt sich natürlich. Don't hurt me. So, wer bist du? Ja, ist auch geil, ne? Ein brennender Feuerball im Regen. Mit dem irgendwas machen oder so? Also ich kann mich bis jetzt auch noch nicht bewegen. So. Auf jeden Fall kommunizieren die beiden schon mal ganz gut. Ich würde ja keinem Feuer trauen, was da vom Regen... Also im Regen steht und da passiert nichts. Da muss sie niesen und dann ist es weg. So, sie will ihre Schwester finden. Das sieht ja erstmal aus wie so ein kleines Mädchenspiel. Aber was ich so an Bilder gesehen habe, glaube ich, da sind sogar ein paar Splatter-Elemente drin. Also ich habe nur ein Bild gesehen, wie da irgendwie einer mit der Axt gesagt wurde oder so. Also klassisches Jump'n'Run. Rechts, links laufen. Können wir hier irgendwie springen? Ne, wir können nach unten. Also springen können wir noch nicht. So, wie war das hier unten? Genau. Natürlich eine schöne Wiese hier, muss ich sagen. Sieht gar nicht... Oh, da hat sich lang gemacht. Sieht gar nicht so unangenehm aus, die Landschaft. So. Ah, okay. Ah, jetzt können wir auch springen. Alles klar, super. So, hier oben ist der Walk. Also so können wir normal gehen. So können wir laufen und so können wir springen. Sonst noch irgendwelche Feature? Genau, A ist Jump.
Also sie redet wieder mit den Glühwürmchen hier. Ich war eigentlich auch immer gedacht, die sind nachts aktiv. Glühwürmchen. Was ist das? Ah, okay. Aber man kann natürlich auch im Steuerkreuz laufen. Mich gerade gewundert, weil das auch angezeigt wurde. Ja, das ist eine gute Frage. Warum sie mir helfen? So. Ich bin echt immer so ein Freund davon, gerade so in Demos. Ich gucke mir natürlich nicht komplett den Text an. Ich will ja einfach wissen, wie ist die Spielmechanik? Wie gefällt mir das Spiel an sich? Ne, komme ich damit zurecht? So, Energie lädt sich wieder auf. Das finde ich ein bisschen komisch, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich soll ja springen, ne? Ich laufe jetzt hier hoch, dann bleibt sie hängen. Ah, alles klar. Also wir müssen nach... Nö. Nichts klar. Achso, die Sprungkraft muss immer aufgeladen werden. Verstehe ich nicht. Ich kann ja auch mal einfach nach oben drücken. Gucken, was dann passiert. Ne, passiert gar nichts. Also, klar. Wenn wir springen, haben wir weniger Sprungkraft. Das ist schon mal sehr innovativ in dem Spiel. Aber ich weiß nicht, warum ich hier nicht wegkomme. So. Ja, siehst du hier, erstes Splatter-Effekt hier, blutet gleich. Ah, alles klar. Ich muss dann mit dem Steuerkreuz nach links drücken. Also nicht mit dem Knüppel an sich, mit dem Steuerknüppel. Weiß gar nicht mehr, wie man die nennt. Ich nenne jetzt hier einfach Steuerknüppel. Wenn wir gucken, wo X ist, weil ich spiele zu selten mit dem Controller. Travel fast, it was easy, and sound, jump bounce off the wall to reach higher. Okay. Naja, das haut jetzt noch nicht so hin. Alter! Ey, da bin ich aber ziemlich explodiert. Ich dachte, weißt du, da... Ist dann so ein kleiner Käfer, der macht nichts, aber der fette, dicke Käfer, der explodiert gleich, ja? Also die Schnecke macht nichts. Okay, dann wollen wir dem mal aus dem Weg gehen. Die Steuerung ist, ja, muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Es gibt so viele Optionen mit nach rechts drücken und krabbeln. Hier können wir kurz springen. Hier. So, hier können wir einen Purzelbaum machen. Ja, schöne Aussicht. Jetzt die Frage natürlich, wie wir da runterkommen. Naja, du musst da runter. Ich hoffe, die helfen uns, dass sie uns wenigstens nach unten transportieren. Oh. So. Ich
weiß gar nicht, wie wir das machen sollen. Da wurde ja angezeigt nach rechts und dann soll ich nach unten ziehen. Ah, okay, so läuft das. Oh. Alles klar, naja, das ist schon ungewöhnlich splatterhaft, muss ich sagen. Aber finde ich nicht verkehrt. Das hat dann so ein bisschen Erwachsenen-Charme. Ah, alles klar. So, nochmal nach oben jetzt. Nee, so geht das nicht. Also da muss man echt so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Das so natürlich nicht. Nach unten ziehen. Ja. Ja, so geht das. Hier die dicken Käfer. Wir brauchen mal ein bisschen. Ach, alles klar. Ich muss wahrscheinlich dieses Ei, was ich da gesehen habe. Oh Mann. Das hasse ich immer an so ein Spielen, dass die halt die Steuerung, du musst echt aufpassen. Ganz vorsichtig. Jetzt nach unten ziehen. Ja, geht doch. Sein. Dass ich den damit abschießen kann? Nee. Okay, über den wäre ich vielleicht noch sogar hinweggesprungen. Aber der zweite war ja das Problem. Der Käfer, der hat mir ja Sorgen gemacht, ne? Alter. da bin ich so lost, das ist unglaublich. Ja, und wieder. Also, ich habe gemerkt, ich habe ja schon mal ein Jump'n'Run-Demo jetzt vor kurzem aufgenommen. Und das ist mir mal aufgefallen, man muss da unheimlich geduldig und vorsichtig sein. Also, es ist so sensibel geworden von der Steuerung her. Also, früher waren die Charaktere irgendwie robuster. Machst du einen Fehler, stirbst du gleich. So, hier ist ganz wichtig. Alter, Timing. Krieg das Timing da nicht gewechselt. So. Jetzt nach unten. Aber die Idee so von der Steuerung, was ich halt so krass finde, jeder versucht jetzt nochmal so eine kleine Alternative zu finden heutzutage. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Also von der Steuerung her, von den Ideen her, ne, das ist nicht mehr dieses klassische, du springst jetzt irgendwo hoch und fällst irgendwo runter, sondern, ne, zum Beispiel, wie wir eben die Felswand runtergeklettert sind. Ist für ein Jump'n'Run auch mal was Neues, finde ich. So, ich weiß nicht, warum ich das nicht hinkriege. Okay, aber ich habe eine Idee, da könnte ich. Oh nein, doch, hat geklappt, Glück gehabt. Ich hatte doch diese. Scheiße, da war ja dieser blöde Felsen und ich dachte, ich kann da unter durchrollen. Oh Mann, Alter, 1000 Tode bin ich schon gestorben. Jo, das hat geklappt. Jetzt wieder runter. Ist schon Wahnsinn, ne? Das ist zermatscht. Wenn man das Spiel an sich sieht, denkt man so, oh, so ein kleines Mädchenspiel. Ey. Alter, ich und Steuerung, gell? Aber die Effekte, wenn sie aufklatscht und so, das ist schon wieder ein bisschen mehr was für Erwachsene, würde ich sagen. Das ist jetzt hier kein typisches Kinderspiel. So, warum macht der mir hier so viel Sorgen? Ich komme an den nicht vorbei, das gibt's doch nicht. Ja, okay, das haben wir gleich. Ja, und nochmal gestorben. Jo. Prima.
Okay, der Käfer, der uns entgegenkommt, der geht ja hier noch. Gibt's hier eine andere Möglichkeit? Nee. Ich weiß nicht, wie ich an diesen scheiß Käfer vorbeikommen soll. So, hier wieder ganz vorsichtig. Ah, oh Mann. Das ist so ein bisschen, was ich halt an den neuen Charakteren, das hatte ich jetzt in dem letzten Jump'n'Run auch, dass die gleich sterben und gleich zermatschen. Die alten Jump'n'Run-Charaktere, die waren halt so. Da bist du irgendwo mal runtergefallen, dann haben die kurz geblinkt. Und dann durftest du das kein zweites Mal machen, dann war die Welt in Ordnung. Aber hier stirbst du gleich, fängst immer wieder von vorne an. Das heißt, du machst einen kleinen Fehler, musst dich unheimlich konzentrieren. Ich habe echt keine Ahnung, was ich jetzt mache. Also könnte es klappen. Nö. Klappt so auch nicht. Okay. Nächste Versuch. Aber angenehmes Spiel. Also ist jetzt nicht. Ich würde nicht sagen, es ist nervig, ist halt. Das nicht, auf jeden Fall nicht. So von der Optik her auch ganz gut gemacht. Jo, das ist auch wieder eine Sache des Timings, ne? Wie gesagt, wenn man das sowas selten spielt. Letzte, was ich glaube ich gespielt. Alter. Letzte, was ich gespielt habe, ist halt Shrine. Da gehst du natürlich auch nicht gleich so krass drauf. Aber ich finde es mal ganz nett so, dass man so ein Spiel so tarnt mit ein paar kleinen Splatter-Effekten und so. Alle denken, was spielt der denn? Also ein Mädchenspiel. So ganz nice gemacht. Timing. So, jetzt ist hier ein kleiner Käfer und ein fetter Käfer. Alter. Also, du musst ja echt so ein Timing gut sein. Und da habe ich schwierig. Es ist aber auch so, ich bin nicht so der Controller-Zocker, weil ich halt PC zocke. Wobei das hat nichts mit dem Controller zu tun. Es ist einfach, ich bin zu doof, glaube ich. Aber ich finde, ich könnte das Video auch zusammenschneiden. Ja, kein Ding, ne? Könnt ihr euch zeigen, wie toll erfolgreich ich den Level gemeistert habe. Aber das spiegelt ja überhaupt nicht die Realität wider, weil ich will euch ja wirklich zeigen, wie ich das Spiel spiele, wo die Probleme sind, wo ich auf die Schnauze falle. Ich finde, ich viel ehrlicher auf jeden Fall. So. Es ist halt, wie gesagt, dieses Gleichsterben. Und das ist halt heutzutage diese Charaktere. Achso, und dass man dann wieder ganz von vorne anfängt. Ich weiß gar nicht, wie habe ich das denn vorhin geschafft? Ist ja das, meine ich zum Beispiel so. Du gehst nach vorne. Ne? Und einen kleinen Schritt. Und du bist gleich lost. Du fällst gleich auf die Fresse, zerplatzt gleich. Und das ist halt so. Ich weiß nicht, warum man die Steuerung so empfindlich macht. Ob es nicht besser wäre, man würde das Ganze, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen lockerer machen. Ah, okay, er fliegt einmal niedriger und einmal höher. Ja, wieder keine Chance. So, aber wie gesagt, das hier zum Beispiel, ne? Du kannst hier jetzt rangehen. Ziehst runter, funktioniert, alles klar. Gehst du einen kleinen Schritt zu weit, explodierst du gleich, platzt du gleich. Das finde ich noch normal hier, ne? Fliegt hoch, du springst rüber, gar kein Ding.
Ist sie hier zum Beispiel. Du stehst da, drückst ganz leicht nach rechts und fällst gleich runter. So hier zum Beispiel auch. Das sind so Dinge, die dürften eigentlich hier einmal bewegt. Das dürfte eigentlich gar nicht passieren. Also jedenfalls nicht in der krassen Form. Weil es einfach zu extrem ist. Klar sollte sich im Jump'n'Run auch konzentrieren, aber du musst auch eine Chance haben. Aber das wäre ja jetzt hier Schwierigkeitsgrad extrem schwer oder so, würde ich sagen. Wobei, wie gesagt, es einfach nur daran liegt, dass ich da ein lausiger Spieler bin und keine Ahnung habe. Aber so. Aber das war Glück. Da waren wir nämlich auch vom Timing total scheiße. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ich kann da nichts von. Ich habe da keinen Plan. Und überleg mal, das ist der Anfang des Spiels. Und beim Anfang des Spiels gibt es gleich so eine krassen Moves, dass du gleich stirbst. Weißt du, ich meine, wenn das später mal schwieriger wird, nicht alles verstehen, ne? So, wir versuchen gleich nochmal, wenn wir am Felsen sind, oder jedenfalls kurz vom Felsen abzuspringen. Also wie gesagt, es liegt ja nicht am Spiel ein bisschen, also auch ein bisschen am Spiel, aber ich bin einfach auch zu doof. Sie hier zum Beispiel, also. So, das Runterfallen geht mittlerweile, da kann man sich dran gewöhnen. Man muss sich auch an die Steuerung gewöhnen. Das ist einfach so. So. Also wir haben den auch schon mal gepackt. Ah, jetzt. So, den finde ich jetzt halt auch schwierig, weil was ich hieran schwierig finde, du hast einmal einen Kleinkäfer. So, und du weißt gar nicht genau, wie du da durchkommen sollst. Aber okay, soll ja auch nicht zu einfach sein. Übrigens auch witzig, ich wollte mir das bei Steam runterladen. Die Demo. Hat Steam gesagt, nö, das entspricht nicht dem, was du sonst so gespielt hast. Ich habe alle vier Trine-Teile bei mir sag ich mal, mir gekauft und habe die alle in meiner Bibliothek. Also warum das so sein sollte, dass das nichts für mich ist, sage ich mal. Dann dürfte ich ja Trine gar nicht spielen. Dann muss ich mir das vom Entwickler von der Seite selber runterladen. Finde ich auch irgendwie komisch. Wie kann jetzt Steam entscheiden, ob ich eine Demo gut finde, spielen möchte oder nicht? Weil das ist schon. Uiuiui, das war auch wieder so eine Timing-Sache. So. Und jetzt hier. Oh Mann! Du kannst ja auch, wenn du gesprungen bist, nicht mehr steuern. So, ich dachte. Ich hab so gedacht, so von wegen, ja, jetzt springe ich auf den Felsen und vom Felsen dann rüber. Glaube, ich muss dann doch zusammenschneiden. Das bringt gar nichts anderes. Schlechtes Timing. Weil es geht ja, wir sind ja rübergekommen, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass das Spiel uns das unmöglich macht. Ist ja das zum Beispiel eine Timing-Sache? Zu doof, zu ungeduldig. Das jetzt nicht, das war wieder hier. Ne? Ich falle einfach runter. So, jetzt mal Konzentration.
Jetzt springt er wieder höher. Mal gucken, wann er wieder ein bisschen kleiner wird. So, alles klar. Also man muss da schon ein bisschen Geduld haben. Das finde ich halt, wie gesagt, auch übel. Du hast da 4 Käfer. Okay, dann könnte man in der Hocke bleiben und warten. Okay, das probieren wir als nächstes. Ja, an dem nächsten gleich vorbeikommen. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein realistisches Spiegelbild. Wie jemand ständig stirbt, wenn er so eine Games nicht so oft zockt. Gerade Jump'n'Run. Wie gesagt, Trine habe ich auch viel gezockt, aber es ist hier schon ein bisschen eine andere Nummer. Also du stirbst hier gleich sofort, fängst gleich an. Ja, das haben wir mittlerweile durch Geduld. Ich spring gleich so weit. Warum? Und ich kann nicht gegensteuern. Ich habe es nicht in der Gewalt. So. Ich meine, okay, da hat Steam natürlich recht. Das Steam sagt, du spielst nicht so viel Jump'n'Run wahrscheinlich. Aber wie gesagt, Trine ist ja auch ein Jump'n'Run. Klar bin ich jetzt hier so ziemlich lost, aber wenn ich der Einzige, der wahrscheinlich bei dem Spiel sterben wird. Ich finde das übrigens auch ganz nice, dass es heutzutage immer noch Programmierer gibt, die sagen, komm, wir wollen jetzt hier nochmal ein Jump'n'Run irgendwie produzieren. Eine Zeit lang, weil ich sag mal, die ganzen 80er Jahre mit Vagina Sisters, C64, waren ja eigentlich haben wir viel mit Jump'n'Run zu tun. Also Mario-Serie und so. Und dass es jetzt mal noch Entwickler gibt, die sagen, Mensch, das Genre ist nicht tot. Es gibt immer noch ein paar Leute, die begeistert spielen. Das finde ich echt genial. Also das finde ich gut. Das wird hier wieder. Wenn du schon langsam rangehst, dürfte das nicht passieren. Dann müsste sie an der Feldspalte hängen bleiben. Ich kann immer nur jetzt hier so einen ungefähren Zeitpunkt erspielen, wo ich weiß, jetzt könnte es klappen. So, hier wieder gesagt, kein Schnellschuss. Da fliegt er wieder höher. Fliegt er wieder höher. Vielleicht müsste er wieder. Ja. Bin ich schwierig zu timen. Und was ich halt extrem finde, dass man immer wieder von vorne anfängt. Und das macht ein Spiel frustrierend. Ja, es müsste so eine gewisse Station geben. Klar, ist der Anfang des Levels. Aber dann muss man diese schweren Passagen weiter hinten einbauen. Ja, ich meine, guck mal, wie oft ich sterbe. Und ich meine, guckt euch mal Trine an. Da stirbst du nicht so schnell, ne? Da hast du dann, sag ich mal, auch noch ein paar Rätsel oder so. Ich will das jetzt hier, wie gesagt, gar nicht schlecht machen, aber es ist halt, ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass diese Jump'n'Runs zwar sehr innovativ sind, aber auch unheimlich viel verlangen von einem Spieler. So. Das zum Beispiel hier, überleg mal, das ist am Anfang der Demo. Und du sollst hier so eine Passage meistern, wie willst du denn das machen? Also das ist, oder auch wenn das jetzt Anfang des Spiels wäre. Da wäre ich schon frustriert, muss ich sagen. Weil es halt eine sehr extreme Stelle ist und ich keine Lust habe, immer 10-mal anzufangen. Aber das Spiel ist gut, also ist keine Frage. Also kein Disrespect an dieser Stelle. Ist halt, wie gesagt, für mich ein bisschen zu schwer. Ich bin da wahrscheinlich ein bisschen zu doof. Okay, das hat geklappt. Da könnte ich vielleicht nochmal warten. So, wir versuchen es noch einmal. Wenn es da nicht klappt, dann... Ja, habt ihr auf jeden Fall einen Eindruck vom Spiel gewonnen. Das ist ja auch schon mal wichtig,
und hab gesehen, wie einer 1000 Tode stirbt. Wie in keinem anderen Spiel. So, das klappt schon ganz gut. Jo, wir haben es gepackt. Glaub's ja nicht. Alter. Ah, okay, man fängt doch dann nicht ganz von vorne an. Es gibt einen Checkpoint. Dann nehme ich natürlich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Es wäre jetzt unfair den Programmierern gegenüber, das Spiel zu testen und dann zu behaupten, so, ja, gibt überhaupt keinen Checkpoint, man ist tot und fängt gleich von vorne rein ran. Aber wie gesagt, Schwierigkeitsgrad fühle ich hier zum Beispiel auch. Ich fand die Stelle jetzt auch extrem anstrengend und weil, wie gesagt, ein kleiner Fehler. Ich kann jetzt zum Beispiel bei dem links hier es gepackt haben, gehe nach rechts rüber und habe wieder das Problem. So, sie redet hier wieder mit den Lichtern. Ah, siehst du? Die Sumse. Alter. Die Sumse fliegt aber auch einen komischen Winkel. Ja. Und wieder tot. Zack. Ja. Okay, dann müssen wir uns was anderes überlegen. So ein bisschen spielen. Alter, guckt euch das mal an. Die reagiert total auf meine Bewegung. Das ist schon krass. Also, je nachdem, wie ich mich bewege, bewegt sich der Käfer auch. Das ist schon eine harte Nummer. Ah, wenigstens der Schmetterling mir wohlgesonnen. Es gab mal auf dem Atari 2600. Ja, sowas nicht. Aber die meisten kennen es wahrscheinlich nicht mehr. Aber da gab es mal Pitfall. Und Pitfall war so drauf, dass man quasi immer unter dem Monster, die sind immer hoch und runter geflogen und dann musste man unter dem Monster lang fliegen. Ledermäuse und so ein Scheiß. Ah, okay, hier, das war wieder mein Fehler. Also, hier wieder. Nee. Wir gehen jetzt noch mal ein Stück weiter. So ist die Frage. Jo, das haben wir geschafft. Das ist auch krass. Also das ist krass, aber krass ist es auch. So, wir haben ein Level geschafft. Sehr gut. Wie gesagt, ich werde euch das Ganze nicht zusammenschneiden oder so, sondern guckt euch das ruhig an, wie ich versage. Ihr könnt ja auch das Video ein bisschen spulen oder so. Das ist überhaupt gar kein Ding. Geld verdiene ich damit sonst so nicht. Und ich wäre auch als Spieletester nicht unbedingt groß geeignet, aber ich finde es schon mal nett, Spiele, die auf den Markt kommen, bevor sie auf den Markt kommen, mal anderen zu zeigen oder so. Warum nicht? So, guck mal, jetzt haben wir eine riesenlange Strecke, die, jetzt sag ich mal, nicht so schwer war. Ach so, ah, ich Blödmann, ich habe, glaube ich, Fehler gemacht, weil ich jetzt wieder am Anfang bin. Ich habe das nicht verstanden. So, ich springe jetzt hier rüber. Ach, und dann brauche ich, muss mit dem Steuerkreuz einfach nach links drücken. Okay. So. Ah, jetzt habe ich die Schnecke platt gemacht, ne? Wollte ich doch gar nicht. Weil die hat mir auch mein Herz gesendet.
Hier, aber vielleicht können wir es jetzt besser zocken. Auch lieb, ne? Sendet mir mein Herz, die Schnecke. Deswegen finde ich das schade. Ich will die gar nicht zermatschen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das aufs Timing auswirkt. Weil wir haben es hier jetzt ein bisschen länger gespielt. Ich bin ja schon am Anfang mehrmals gestorben. Und jetzt sind wir ja an der Stelle, wo ich vorhin immer so eine Schwierigkeiten hatte. Dass jetzt besser geworden ist an der Stelle. Aber wie gesagt, das ist ja kein Thema gewesen. Ja, siehst du, da fängt schon wieder an. Was? Da bin ich so lost. Auch hier. Ne, hier, ich drücke nach unten. Passiert nichts. Jetzt nochmal. Da, geht. Okay. Ja, sehr feinfühlige Steuerung. Er fliegt wieder ein bisschen höher. Oh, da habe ich Glück gehabt. Das war ja mal ein Move. So, das ist hier wieder... Oh, da bin ich wieder komplett draußen, glaube ich. Oh, Mann. Aber okay, das war schon besser, als ich es vorhin gemacht habe. Also es hat schon einigermaßen funktioniert. So, probieren wir es nochmal. Aber ich glaube, das reicht dann auch, um euch einen Eindruck zu vermitteln, weil das, wie gesagt, besser wird es bei mir hier nicht. Einfach zu doof bin. So, das hat ja auch gut geklappt. Da sind wir vorhin auch öfter dran gescheitert. Und die Stelle finde ich auch nochmal richtig übel. Ist auch wieder so eine Timing-Sache. Da haben wir sogar ein bisschen Glück gehabt. So, den finde ich ja auch krass hier. So. Ne? Greift denn total. Also, er greift schon regelrecht an, kannst du sagen. Ja, auch übel dir, der Typ. Alter, musst du im richtigen Moment reagieren. Ja, hier unsere Schnecke. Ja, wir können uns Gott sei Dank noch ducken. So. Ist auch wieder eine Stelle, da muss man halt ganz vorsichtig gehen. Ich weiß nicht, ob es zu vorsichtig ist, wenn man es so macht. Sag mal, die Stelle würde ich den Entwicklern sogar noch verzeihen. Die geht. Also das kann man machen, sag ich mal. So, aber man sieht, umso öfter man spielt, umso weiter kommt man. So. Ich hoffe, dass ich jetzt mal richtig gedrückt habe. Jo, hier waren wir noch nicht. Okay, ich soll nach rechts. Doch A, ne? Da
Hier müssen wir erstmal abwarten, dass die Sprungkraft auflädt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die funktioniert bei mir irgendwie nicht. Weil er zeigt auch oben das Steuerkreuz an. Also, so, ich spiele aber mit dem Stick. Wobei, das dürfte eigentlich kein Unterschied sein. Okay, müssen wir mal vielleicht näher ran. Wir müssen es auch so machen. Ne, keine Chance. So, wir springen. Entgegen und drücken nach... Ah, jetzt hat es geklappt. Okay. Ja, ist wahrscheinlich... Bin ich da auch zu blöd erwischt. Drücken da links und dann springen wir nach rechts. Oh, wer ist das denn? So eine Art Gespenst oder so. Aber die Geschichte so ist ganz gut erzählt, muss man echt sagen. Also, das ist jetzt ein schönes Spiel. Also, ich denke mal, das kann man mal so spielen. Wenn man Bock drauf hat, auf so eine Jump'n'Runs oder Fan davon ist. Gibt bestimmt auch viele Sammler unter euch, ne, die sowas feiern. Die Musik ist auch sehr schön. Also, die gefällt mir richtig gut. Oh, heftig. Splatter-Effekte, voll krass. Okay, der spießt uns mal auf. Ist das ein Hirschkäfer oder? Okay, aber was soll man da machen, wenn wir da nicht rüberspringen können? Okay, wir versuchen es mal irgendwie ein bisschen flüssiger. Jo. Alles klar. Ja, jetzt geht's ja eigentlich. Also, man gewöhnt sich dran. Man muss natürlich darauf achten, dass die Sprungkraft immer erhalten bleibt. Ah, scheiße, ja. Wieder vergessen. Oha. Guckt euch das mal an, was ist das für ein Schwierigkeitsgrad? Ich habe mal Glück, dass ich gut gelandet bin. Oder auch doch nicht. Halt mal, wie die Beine nach oben stehen. Alter, heftig. Oh. Ja, das ist eine Sache des Timings. Also wie im gesamten Spiel. Man kann viele Dinge auch wieder... Ah, scheiße. Man kann viele Dinge auch mit der Zeit lernen. Das ist gar keine Frage. Man gewöhnt sich wahrscheinlich auch dran. Man wird ja in jedem Spiel, was man so spielt, besser. Aber es ist halt nicht einfach. Es ist kein einfaches Spiel. Aber es ist ja auch wirklich an Erwachsene gerichtet. Du kannst ja ein Kind nicht spielen lassen, wie sie da zerplatzt, also. Oder da in die Stacheln fällt. Ja. So. Nö. Ich finde das sehr schwierig, muss ich sagen, ganz ehrlich. Also, schönes Spiel, keine Frage, aber da muss ich schon ein kleiner Jump'n'Run-Profi sein. So, wie ihr seht, ich komme an dieser Stelle nicht mehr weiter. Ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
lasst mal einen Daumen nach oben da, gebt den ganzen Like, kauft euch das Spiel. Kann ich euch empfehlen. Obwohl ich so oft gestorben bin, macht es mir Spaß und es hat den Reiz, irgendwie weiterzukommen. Wenn das draußen ist, werde ich es mir auf jeden Fall holen. Und dann werde ich es auch nochmal im Gänze spielen. Und ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.